Ja. Und wir setzen das mal in die Tat um. Ich gehe gleich mal runter. Tada! Warum bin ich jetzt eigentlich nochmal zurückgegangen? Ach ja, ich habe Angst von diesen komischen Topfviechern bekommen. Ja, das passiert von Zeit zu Zeit. Hey, da ist ein Fuchs drin. Ich mag Füchse. Oh, das ist kein Fuchs. Was macht das Ding? Was macht das? Ist es verschwunden? Oh, und da haben wir die Kanonenstatue. Ein Arm? Noch ein Arm? Aber ich glaube, es fehlt noch einer. Ja. Da komme ich nicht durch. Ich hüpfe in Zeitlupe. Verschwinde! Weiche von mir, böser Geist. Was ist das für ein Biest? Also für die Dauer, wie ich das Ding für einen Fuchs gehalten habe, fand ich es toll. Inzwischen kann ich es aber nicht mehr leiden. Gut, hol mal die Truhe. Und was jetzt da dran noch? Oh, okay. Das ist ja mal sehr subtil. Ich hätte es so jetzt gar nicht erkannt, dass das hier eine Tür sein soll, aber es ist... Ja, es ist die in der Tür. Und ich sage mal wieder... Danke zum Kamerawinkel. Ja, verwunderlich, dass das funktioniert hat. Ja, und ich könnte hier auch nicht den Kamerawinkel verstellen. Und wenn ihr euch gerade fragt, was ich denn probiert habe, um das sagen zu können, das seht ihr auf dem rechten Bildschirm. Der ist jetzt bei euch ein bisschen kleiner. Aber ihr seht an den Ecken Pfeile. Mit denen kann man das Bild rotieren. Das benutze ich so gut wie gar nicht. Weil das so in der Bewegung total unpraktisch ist, auch auf dem DS. Total unbrauchbar. Und unter Bewegung da mit der anderen Hand noch irgendwie darüber zu fahren. Um die Ansicht zu drehen. Und ich meine, hier so auf dem PC ist das erst recht schlecht nachzumachen. Man hat halt nur eine begrenzte Anzahl Hände. Ja. Toll. Haben wir das Problem gelöst, bevor wir überhaupt wussten, dass es ein Problem gibt. Ein großer Riss braucht eine große Bombe. Gut, gut. Und wir gehen da rein. Halt. Hier gibt's denn noch was? Scheinbar nicht. Ach, ich kann da gar nicht. Sie will da rein. Oh, das sieht vielversprechend aus. Eine Statue. Die Feuerfähigkeit? Okay, das sieht seltsam aus. Ja, das war das Ich aus der Zukunft, der sagt, dass die Zeichnung, die ich gefertigt habe, davon seltsam aussieht. Gott. Ich meine, in so kurzer Zeit zwei neue Fähigkeiten finde ich auch wieder ganz nett. Und das scheint ein Affe zu sein. Nochmal. Dich kenne ich doch schon. Der hat doch was. Ist das eine Rassel? Naja, ich kann mir jetzt da gerade echt keinen Reim drauf machen. Tsutagami. Als die Verzweiflung aufkam, dass ich dich nicht treffen könnte, hast du mich gerufen. Oh, das ist die Rankenfähigkeit. Man kann sich jetzt praktisch in der Gegend rumhangeln. Überall, wo man diese Blüten sieht.
Ja, her damit. Und ratet mal, was jetzt passiert. Ganz genau, wir kriegen ein ausführliches Tutorial. Ja, er hat die Macht, Ranken zu kontrollieren. Du kannst die Macht benutzen, um die Ranke mit einer Konoha-Blume zu verbinden. Und es gibt eine grüne Linie. Und das funktioniert. Und das sieht toll aus. Cool, cool. Und was haben wir gefunden? Ich will was wissen. Mensch, ich will doch... Lass mich doch. Hey. Ich dachte schon, ich kann die Truhe nicht aufmachen. Natürlich kriege ich eine Affenfigur. Sollte ich das schon entdecken? Oh. Oh. Was war das jetzt? Ach so, okay. Ich dachte, ich muss mich über beide rüberhangeln. Ich weiß jetzt... Kann es sein, dass ich was verpasst habe? Nein, nein, ich glaube nicht. Nachdem ich diesen Kampf gegen diese zwei Kreiselheinis hatte, habe ich ja in den oberen Raum geguckt. Da war ja sonst nichts mehr. So, und die hat eben zu mir gesagt, ich kann mich im Fallen mit der nächsten Ranke verbinden. Ah, gut. Hey, da steckt Potenzial für Rätsel. Ich hoffe mal, die haben da was draus gemacht. Und da ist die nächste. Das war nicht gut. Ah. Fabelhaft! Ja, durch die Tür. Und ich denke, es wird auch schon wieder Zeit für einen Speicherpunkt. Okay, was haben wir da? Wir müssen da beide ankommen. Moment, okay. Ich führe sie rüber. Soweit, so gut. Danke, dass du mir das nochmal erklärst. Und... Warum kann ich mich zu ihr reporten? Sie hat doch keine Blüte oder was. Oder hat sie eine Blume im Haar? Gut. Nehme ich mal einfach hin. Wie Mario Barth sagt, hinnehmen. Wir fragen nicht, warum eine Ampel rot, gelb, grün ist. Wir nehmen das einfach hin. Ich schätze, ja. Ja, ich muss dasselbe nochmal machen. So, dann gehen wir rüber. So, und dann komme ich rüber. Also das könnte allmählich tricky werden. Bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ja, vermutlich muss sie da wieder ins Wasser. Ach halt, dann komme ich ja nicht zurück. Ha. Die Tür kriege ich ja noch nicht auf. Da muss ich ja irgendwie einen Trigger für betätigen. Okay, was geht denn da? Ah, gut. Problem gelöst. War doch nicht ganz falsch, sie da langschwimmen lassen zu wollen.
Tiroli. Und das machst du jetzt. Drück den... Drück den... Ey! Drück den Schalter! Mädel! So, sauber, und du darfst jetzt wieder zurückschwimmen. Und gleich da hoch. Ta-da-da. Auf mit dir. Achso, ich finde, die Kleine kann irgendwie zu viel, oder? Okay, da bin ich doch zu nah gekommen. Ich dachte, ich kann die Truhe aufmachen, bevor ich in den Kampf komme. Was bist du denn? Angst. Du bist unangreifbar? Was zur Hölle ist los mit dir? Das ist falsch? Gut. Das ist nicht gut. Ja, das könnte klappen. Nee. Irgendwas ist jetzt passiert. Halt. Okay, vielleicht kann ich jetzt... Also ich werde aus diesem Gegner gerade nicht wirklich schlau. Ich meine, ist euch jetzt bis jetzt auch aufgefallen, dass ich noch kein einziges Leberstück oder so habe? Also so ein Dämonenteil bekommen habe? Ich glaube, ich bekämpfe diese ganzen Gegner irgendwie falsch. Stellst du das an? Da, gerade noch. Gut, das hätte ich geschafft. Ja. Noch einen linken Arm. Also wir hatten wirklich ganz schön viele linke Arme, ja. Okay, und dann komme ich hier wieder raus. Gut. Ach verdammt, jetzt kommt wahrscheinlich gerade eine Cutscene. Nee, nicht. Gut, das heißt, ich werde das hier beenden. Ich denke, da wird irgendwas passieren, wenn ich den letzten Abend da noch hinbab. Also in dem Sinne mache ich hier einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin viel Spaß und ja. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Valkris.